Guten Morgen, YouTuber. Ihr seht da, mein Yamaha Phaser steht da im Lagerraum. Und es ist 8 Uhr und der Bauerhause ist auf keinem Pass. Ja, habe auch den Seitenkoffer montiert gestern noch, damit ich da unterwegs Kleidung wechseln könnte, wenn es warm wird. Aber es ist wieder mal anders gelaufen. Wir waren in einem Open-Air-Kino bis 12:30 Uhr, haben einen Rotwein getrunken, Salento, ein Primitivo del Salento, und der war nicht so gut. Ja. Nur ein halber Liter. Jetzt habe ich da leicht Kopfschmerzen. Und ich konnte nicht um 5 Uhr zum Bett raus. Jo. Wie gesagt, hier meine Phaser. Hat mit Packtaschen, ist praktisch. Und ein Akrobovic-Auspuff. Und da seht ihr da, sind noch zwei andere Motorräder. Hier drunter meine Harley. Mit Motorschaden. Die steht jetzt schon 2 Jahre hier. Reparatur ist mir zu teuer. Das ist eine Scheiße. Beim Harley einen Motor revidieren. Und er ist ziemlich alt, der Harley, 20, mit Jahrgang 92 oder so. Ich weiß nicht, ob sich da für mich eine Reparatur überhaupt lohnt. Oh. Hier in dieser Weide sind da ein paar junge Galloways, die vom Muni nicht gedeckt werden dürfen. Denen habe ich da ein bisschen Maiswürfel gebracht. Auch eine Kuh mit Kalb ist bei dieser kleinen Gruppe. Die Kuh ist alt, darf auch nicht mehr aufnehmen. Wenn das nach einem Jahr oder so wird das Kalb abgesetzt und die Kuh muss dann geschlachtet werden. Jawohl, so läuft es halt. Hier, diesen Böttinger Grupper werden wir eintauschen. Er hat schon viele 100 Hektar gegruppert bei uns. Hört ihr's? Mein Nachbar, der da 500 Meter entfernt ist in diese Richtung, lässt seine Silofräse laufen. Hier mein Ämtlein. Das gemähte Gras ist nass wie verrückt. Es war ein richtiger Tau. Es ist alles ganz nass. So, die Post, die Sonntagszeitung, NZZ am Sonntag. Ich fahre nicht Motorrad, ich werde Zeitung lesen. Liebe YouTube-Freunde, Sonntag, Nachmittag, 14:30 Uhr. Bauerhaus ist am Kreiseln, Emdkreiseln. Mit der großen Dörfausfahrt über die Pässe ist nichts geworden. Ich war zu wenig in Form oder war zu spät im Bett.
Und dann haben wir das nicht zugemutet, da 5 Stunden lang 300 Kilometer über Pässe zu fahren. Darum gab es nur eine kleine Ausfahrt über den Schallenberg. Das ist von mir aus ein kleiner Berg Richtung Thun. Aber mit einem Kollegen bin ich da gefahren. War ganz schön. Er ist auf eine Straße gefahren, die ich nicht kannte. Das ist immer sehr gut. Wenig kleine Straße, wenig befahren, das liebe ich. Zuerst Samstagabend waren wir dann an einem Open Air Kino in Burgdorf und haben einen Film geschaut, ohne uns da groß Gedanken darum zu machen. Und der war so brutal. The Hateful Eight. Vielleicht kennt den jemand. So brutal. Es war nicht für meine Frau und auch nicht für mich. Und dazu haben wir vorher gegessen, dazu einen Wein getrunken, Primitivo del Salento. Und dieser Primitivo hat mich auch nicht überzeugt. Ich hatte heute Morgen Kopfweh. War doch nur ein halber Liter und ich habe nicht mal alles getrunken. Ja, so war's. Ein Storch bei Bauerhausen. Und bei mir bläst der Nordwind wie verrückt. Das trocknet jetzt dieses Ende. Gut. Ja, liebe YouTube-Freunde, Emd zusammen machen. Und wieder ein Loblied auf den Vario. Ich bin da zwischen den Bäumen drin, muss da zirkeln, vorwärts, rückwärts. Und das geht immer so easy. Man braucht keine Kupplung, keine Bremse. Das macht einem fast die Hälfte einfacher, mindestens. Wenn nicht sogar 90%. Es ist jetzt schon 8:45 und ich starte da noch mein Amt aufrechnen, zusammenrechnen. Und morgen werde ich dann den Walmen nur noch leicht zetten und am Abend rundballen machen. Feierabend, 10 nach 10, schon stockdunkel. Aber so, endlich auch dieses Feld fertig gewalmt. Bauerhausen macht Sonntagabend. Good night.